Stolrak ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Gestein und existiert seit der dritten Spielgeneration. Es ist die Weiterentwicklung von Stolunia und kann sich wiederum zu Stolos weiterentwickeln, welches zu einer Mega-Entwicklung fähig ist. Stolrak ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und Dinosaurier-ähnliches Pokémon, das grau, schwarz-grau und schwarz auftritt. Der obere Bereich des Kopfes sowie die Panzerung auf dem Rücken, wie auch die untere Beringung der Beine und die Krallen sind grau gefärbt. An den Seiten des Panzers und des Kopfes sind einige schwarze, runde Flecken zu erkennen. Bauch, Unterkiefer und Beine sind schwarz-grau. Die obere Beringung der Beine ist ebenfalls in dieser Farbe gehalten. Und das Pokémon weist eine gedrungene Haltung auf, wobei der Körper einen äußerst stabilen und harten Eindruck macht. Der Kopf ist in zwei Teile getrennt. Der obere Bereich ähnelt einer Pfeilspitze. Die Augen werden von der Panzerung eingerahmt. Sie bestehen aus blauer Lederhaut und schwarzen, schmalen und kleinen Pupillen. Der Unterkiefer wirkt ebenfalls hart, jedoch nicht so sehr gepanzert. An den Seiten sind je drei eckige Auswüchse erkennbar. Den Rücken entlang wachsen einzelne Panzerplatten, die über je einen abgeflachten Stachel verfügen. Hinten ist dann noch ein kurzer Schwanz zu sehen. Stolrak steht auf vier kräftigen kurzen Beinen, die über jeweils zwei dicke Ringe verfügen. Diese Ringe tragen nach außen hin einen abgeflachten Stachel. An den Füßen sind je drei spitze kurze Stacheln angebracht. Und in der Shiny-Form gehen die normalerweise schwarz-grauen Bereiche leicht ins Grünliche. Und das Pokémon hat nun rote Lederhaut bei den Augen. Stolrak ist sehr langsam und träge, weist jedoch durch seinen Metallpanzer sehr hohe Verteidigungswerte auf und nutzt seinen harten Körper für kräftige physische Angriffe aus. Die defensiven Qualitäten seines Panzers zeigen sich in den Attacken Härtner, Eisenabwehr und Schutzschild. Es kann die Platten jedoch auch mittels Autotomie abstreifen und seine Geschwindigkeit dadurch erhöhen. Stolrak kann neben kräftigen Stahlattacken wie Eisenschädel oder Eisenschweif auch einige Gesteinsattacken wie Felsgrab oder Steinhagel erlernen und damit Feinden zu Leibe rücken. Mittels Ramboss macht es sich sein hohes Gewicht zunutze und Metallstoß nutzt es aus, um Attacken zu kontern. Es kann mittels Brüller und Metallsound auch laute Geräusche erzeugen, um Gegner zu erschrecken. Sein dicker Panzer schlägt sich auch in seinen Fähigkeiten nieder. So wird es durch Robustheit vor Attacken beschützt, die es mit einem Schlag besiegen würden. Während Steinhaupt es vor Rückstoßattacken bewahrt, vor Rückstoßschaden. Einige Exemplare weisen die versteckte Fähigkeit mehr Schwermetall auf. Diese sind doppelt so schwer wie ihre Artgenossen. Stolrak lebt in dunklen Schächten von Höhlen, die tief ins Erdreich eindringen. Wilde Exemplare lassen sich beispielsweise in der Siegesstraße in der Hörnregion antreffen. Es ist völlig verrückt nach Eisenerzen. In den Höhlen gräbt es nach erzhaltigem Gestein und gerät dabei häufig mit Bergarbeitern aneinander, die dasselbe Ziel haben. Die Eisenpanzer-Pokémon erbauen ihre Nester in der Nähe von Bergquellen, aus denen nahrhaftes Quellwasser fließt. Um seine Körpertemperatur zu regulieren, trinkt es bisweilen so viel davon, bis es völlig aufgebläht ist. Die Metalle im Felsgestein und im Quellwasser bilden seine Nahrungsgrundlage. Um ihre Reviere zu schützen, demonstrieren wilde Stolrak ihre Kraft, indem sie ihre stählernen Körper in Felsgestein rammen. Die sprühenden Funken sollen Rivalen beeindrucken. Kommt es dennoch zu einem Kampf gegen Artgenossen, behaken sie sich mit ihren metallischen Körpern und die entstehenden klirrenden Geräusche sind meilenweit zu hören. Dabei ist Stolrak die Weiterentwicklung von Stolunia. Es kann sich selbst zu Stolos weiterentwickeln, welches mittels eines Stolosniten zur Mega-Entwicklung fähig ist. Im Laufe seiner Entwicklung verwandelt sich das kleine felsbrockenartige Pokémon über eine vierbeinige Steinechse schließlich zu einem zweibeinigen saurierartigen Pokémon, während sich seine Metallplatten und die Stacheln darauf stetig ausprägen. In den Spielen wird die Entwicklung von Stolunia zu Stolrak auf Level 32 ausgelöst, von Stolrak zu
Stolos auf Level 42 und die Mega-Entwicklung durch den Einsatz eines Stolos-Nieten. Mit der Typenkombination ist Stolrak immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Normal- und Flugattacken, halben Schaden gegen Eis-, Psycho-, Käfer-, Gestein-, Drachen- und Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Wasserattacken, vierfachen Schaden gegen Kampf- und Bodenattacken. Von Generation 3 bis 5 machen zusätzlich Geist- und Unlichtattacken nur halben Schaden, dann ab der 6. wandern sie zu den Attacken, die normalen Schaden machen.